herzlich willkommen zum Radio Player Update. Darf ich alle bitten, sich zu setzen und uns hier die Aufmerksamkeit zu schenken. In 10 Minuten mit, das für einmal ein bisschen länger dauert, gibt es ein Wiedersehen mit 2 bekannten Gesichtern. Ich begrüße auf der Bühne Caroline Grasé, Geschäftsführerin Radio Player Deutschland und in der Schweiz darf man es sagen, designiertes Mitglied des Radio Player Worldwide Board. Und Roland Baumgartner, Geschäftsleiter Radio Player Schweiz. Ja, der Radio Player zur Erinnerung ist ein gemeinsames Projekt der öffentlich-rechtlichen und der privaten Radiosender, eine internationale Branchenlösung, die in Großbritannien auf Initiative der BBC entwickelt wurde. Und es geht einfach gesagt um das Sichtbarmachen der Radiosender, damit sie in der Unendlichkeit des Internets nicht verloren gehen. Caroline Grasé, mittlerweile gibt es den Radio Player in 10 Ländern. Zum Beispiel in Belgien, Österreich, Norwegen und Kanada. Ist zeitnah geplant, dass weitere Länder dazu stoßen? Allerdings. Wir haben ja im letzten Jahr sehr erfolgreich den Radio Player Swiss hier in Rekordzeit gelauncht und sind jetzt schon ein Jahr weitergekommen. Wir haben Dänemark dieses Jahr aufgeschaltet. Ich kann verraten, dass noch ein weiteres relevantes europäisches Land in 2019 aufgeschaltet wird und wir haben noch 4 Kandidaten für 2020. Das klingt gut. Du hast es erwähnt, letztes Jahr, und zwar genau am Swiss Radio Day, ist der Swiss Radio Player dazugekommen, Roland Baumgartner. Wie war der Start? Ja, wir waren sehr zufrieden mit dem Start. Erstmal hatten wir natürlich erstmal die Herausforderung, in sehr, sehr kurzer Zeit das zu realisieren. Da kam uns sicher auch entgegen die Unterstützung von Caroline von Deutschland, konnten wir sehr viel Erfahrungen sammeln, konnten das dann für die Schweiz umlegen und waren dann wirklich auch stolz und glücklich, dass eigentlich die meisten oder fast alle Radiostationen der Schweiz mit dabei sind von den öffentlich-rechtlichen Sendern, fast alle Kanäle der SRG, private Veranstalter, aber auch Web-only und DAB-only, die wir gemeinsam auf dem Swiss Radio Player zusammenführen konnten. Und was man bis jetzt sagen kann, ist wirklich, es funktioniert gut, wir sind zufrieden, die Funktionalität, Look and Feel, doch, also wir sind gut gestartet. Und was habt ihr für Feedbacks bekommen? Das Feedback war durchaus immer sehr positiv, vor allem auch der Vorteil, mal die Schweizer Lösung statt auf TuneIn sich bei 350.000 Sendern da irgendwie durchzusuchen, bieten wir die Schweizer Radiostation, habe eine Vielzahl von ihnen Simulcast angeboten, aber auch zusätzliche Webchannels. Wir haben ein sehr großes, gutes Angebot in der Schweiz, das wir hier auch gemeinsam präsentieren können, an einem Ort präsentieren können. Caroline, am Telefon hast du betont im Vorgespräch, dass der Radio Player kein fertiges Projekt ist. In welche Richtung wollt ihr den Radio Player denn weiterentwickeln? Da müssen wir ein bisschen auch drauf schauen, wie schnell sich die Technik weiterentwickelt. Wir versuchen allerdings immer, ihr zumindest mitzuhalten oder mit vorausschauendem Blick zu agieren und nicht überrascht zu sein, wenn Sprachassistenten oder Kühlschränke auf den Markt kommen, die die Radio abspielen können, sondern dafür eben schon vorbereitet und aufgestellt zu sein. Im Wesentlichen, wir haben ja heute auch schon gehört, Thema Auffindbarkeit, ist natürlich das eine, soziale Plattformen zu bedienen, um seine Marke ins Gedächtnis zu rufen. Aber der Nutzer da draußen möchte ja eigentlich nur auf den Knopf drücken und den interessiert nicht, ob da UKW, DAB oder IP drin ist, solange es funktioniert und vielleicht noch ein Logo darauf hinweist, dass ich auch den richtigen Sender ausgewählt habe, also den, den ich hören möchte. Und unser ganzes Bestreben ist nur darauf ausgerichtet, das herzustellen. Wir haben natürlich klassisch Webseiten, mobile Apps, Smart TVs, Sprachassistenten auch. Aber wenn wir an die konnektierte Zukunft denken, dann ist natürlich auch Smart Home im weitesten Sinne. Ich habe eben schon gesagt, Kühlschränke kriegen auch Smart Speaker installiert. Connected Cars bekommen Voice-Assistenten. Und auch da wollen wir natürlich den Radio Player und damit verbunden eben alle unsere Radiosender auch spielbar machen. Und was sind die 2, 3 größten Herausforderungen, wenn du jetzt in die Zukunft blickst? Die größten Herausforderungen sind, ich würde sagen, zum einen mal der zeitliche Aspekt, insbesondere im Bereich Kfz. Wenn wir heute mit einem Projektmanager von einer großen Automobilmarke sprechen, über die Implementierung des Radio Players und den darauf befindlichen Sendern, bis das Auto dann über die Straße läuft, fährt, rollt, sind locker mal 3 Jahre vergangen, manchmal auch 5.
Umgekehrt, wenn wir jetzt uns mit anderen Projektmanagern unterhalten, dann sind deren Planungen für die nächsten 5 Jahre teilweise schon abgeschlossen und in Stein gemeißelt. Das heißt, die werden auch genau wie wir manchmal von der Technologie überholt, stellen fest, oh, jetzt haben wir 7 Screens ins Auto verbaut, wir wissen aber gar nicht, was wir darauf packen sollen. Oder die Technologie, die es gibt, gibt es vielleicht gar nicht her, diese ganzen Bildschirme mit Content zu befüllen. Und dann gibt es natürlich noch Auflagen, von wegen nicht ablenken, keine blinkenden Dinge während der Fahrt, aber vielleicht hinten im Fond, aber vorne bitte nicht. Oder EU-Vorgaben, die sagen, ja, bitte einen DAB-Chip verbauen, aber muss der aktiviert sein? Mal sehen. Und dann haben wir natürlich das große Thema 5G, wo wir als Radiobranche, glaube ich, fast froh sein können, dass es sich ein bisschen hinzieht. Denn wenn wir erstmal alle so flächendeckend vernetzt sind, wie es die bunte Bilderwelt beschreibt, dann wird natürlich auch Alexa, Bixby, Cortana und Co. nicht unbedingt DAB abspielen, wenn ich sie drum bitte, sondern natürlich das IP-Signal aufwenden. Und da haben wir dann eine ganz andere Konkurrenzsituation. Wenn wir auf die Autos zurückkommen, ich habe letztes Jahr ein Auto gekauft und ich war ziemlich schockiert, wie schwierig es dann doch ist, wenn man gewisse Voraussetzungen haben möchte, dass da schon DAB drin ist. Also ich hatte dann schon den Eindruck, man hinkt unglaublich hinterher der ganzen Entwicklung. Richtig, weil das Auto, was du letztes Jahr gekauft hast, vor 5 Jahren konzeptioniert wurde. Entsprechend sieht es dann natürlich auch aus. Ein paar neuere Modelle, die auch schnellere Entwicklungszyklen haben, insbesondere im deutschen Markt, wo die Autobauer auch sehr dahinterher sind, also Audi, VW und Konsorten, die geben sich natürlich Mühe, auch mit dem Mirroring von Apps wie Android Auto oder CarPlay. Oder überhaupt mal Bluetooth ist ja auch schon mal ein schöner Ansatz, wenn man denn 4G hat und damit abspielen kann. Aber tatsächlich gibt es noch genügend Autos und der Zyklus eines Autos, ne, wenn es dann erstmal rollt, ist ja auch bis zu 18 Jahre auf den Straßen unterwegs. Also es ist nicht unüblich, dass Menschen nach dem Kassettenrekorder denken, das wäre eine Ladestation für ihr iPhone. Du hast es vorher erwähnt oder ihr habt es beide erwähnt, in der Schweiz ist das Projekt sehr schnell zum Laufen gekommen. Da kommen wir vielleicht auf eine andere Herausforderung zu sprechen beim Radio Player. Es geht ja darum, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit den Privaten zusammenarbeiten. Warum hat das in der Schweiz so gut geklappt? Ist das vielleicht auch vom Swiss Radio, ein Verdienst des Swiss Radio Day? Wir haben Jörg Bachmann gehört, vor 20 Jahren haben sich die Privaten schon zusammengetan mit der SRG. Ja, warum ging das hier so schnell für einmal und so gut? Also es sind so 2 Themen. Oder 2 Kreise. Einerseits war sicher 2017, als Caroline auch hier war und dann man auf den Radio Player aufmerksam wurde, sich das auch angeschaut hat und daraus kann man dann schnell das mal als Branche, wir haben x-mal heute das Wort Auffindbarkeit, insbesondere in der digitalen Welt, gemerkt, hier haben wir eine Chance, wo wir teilnehmen können an einer gesamteuropäischen Lösung. Also eine Technologie, eine Schnittstelle, eine Datenbank, die wir auch gemeinsam weiterentwickeln. Und das hat dann die ganze Branche absolut überzeugt, dass man gemeinsam dann das stärken kann, das Medium Radio stärken kann und die Auffindbarkeit auch entsprechend sichern kann. Denn man muss immer wissen, der Swiss Radio Player wurde jetzt auch nicht gegründet, um möglichst schnell und rasant sämtliche Audionutzung der User auf den Swiss Radio Player zu legen. Wichtig war effektiv, gemeinsam teilzuhaben an dieser europäischen Lösung, gemeinsam weiterentwickeln. Caroline hat es gesagt, wir müssen eigentlich heute uns schon damit beschäftigen, was übermorgen kommt, damit wir dann auch bereit sind. Und das hat natürlich für alle Veranstalter sehr, sehr große Vorteile in der gemeinsamen Entwicklung. Und viele Nutzung, das sieht man auch, wir kommen sicher später auch noch darauf, ist sich der Hörer heutzutage gar nicht so bewusst, woher er eigentlich die Signale hat, wo er die Informationen, die Daten her hat. Und das natürlich in der gemeinsamen Lösung und auch gemeinsamen Weiterentwicklung war das der ausschlaggebende Punkt. Denn wir haben es auch gesehen, wenn jeder in der Tabelle auch von Gold Media mit all den Smart Speakers und neuen Endgeräten und so weiter, die waren bei den Veranstaltern relativ weit unten in der Priorität. Und das können wir natürlich
dann mit dem Radio Player auch gemeinsam lösen. Der Radio Player Schweiz kam sehr, sehr schnell zustande. Das klingt ja erstmal nach einer sehr großen Harmonie zwischen SRG und Privaten. Gibt es trotzdem auch unterschiedliche Vorstellungen, wohin die Weiterentwicklung jetzt hier in der Schweiz gehen sollte? Ja, wir sind natürlich immer im Austausch, auch mit Radio Player Worldwide, mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, in Österreich, in ganz Europa. Und unterschiedliche, wir stimmen das immer ab, also einerseits bei uns, ich meine, die Trägerschaft des Swiss Radio Players ist die SRG und die Privatradioverbände, wo wir die Interessen abklären, die Prioritäten setzen und das dann wieder international ins Board hineinbringen und dann die Prioritäten setzen, ja. Was wir auch im Vorgespräch ein bisschen angetönt hatten, ist das Sorgenkind-Podcast. Caroline, wie sieht es mit den Podcasts aus auf dem Radio Player? Nun, also jetzt muss man kurz einmal die Historie zurückspulen. Gegründet wurde der Radio Player ja auf Initiative der BBC und Global und Bauer. Und weil man dort eben auch mit der BBC-Audiothek, die wir jetzt in Deutschland auch ähnlich von der ARD kennen, das immer klar trennen wollte ursprünglich mal, hat man dem Radio Player qua Namen schon jetzt Podcasts auch keine große Bedeutung gegeben. Hinzu kommt, dass die Podcasts, zumindest in Deutschland, in UK ist natürlich die Gewohnheit an das gesprochene Wort und lange Shows mit viel Talk-Formaten auch noch eine andere als, ich sag mal, im eher Formatradio geprägten privaten Radioumfeld Deutschlands, während die Öffentlich-Rechtlichen natürlich die Gelegenheit haben, auch viel Gespräch zu machen und daraus eben auch Inhalte generieren können, die podcast-tauglich sind. Kurzum, da gab es also lange eine Trennung, weswegen Podcasts bei uns zwar immer funktioniert haben und die sind auch da, aber ich sag mal von der Usability, von der auch da Auffindbarkeit in den Apps, das war immer so ein bisschen, naja, vernachlässigtes Beiwerk. Und seit Alexa so einen Aufschwung bekommen hat, haben wir natürlich sofort erkannt, dass da auch das Genießen von entweder Mini-Pods oder Maxi-Pods eine größere Rolle spielen wird und fangen jetzt auch an, den Podcasts bei uns im System, also sprich erstmal die Zuführung in der Datenbank, stark zu verbessern. Übrigens auch gemeinsam mit der ARD, die auch in Deutschland ein guter Partner von uns ist. Wie sieht es in der Schweiz aus in Sachen Podcasts? Ich glaube, ihr seid da auch schon in Gesprächen mit verschiedenen Podcast-Herstellern. Ja, da sind wir. Es sind wieder eigentlich zwei Ebenen international. Caroline führt auch ja eine Podcast-Projektgruppe, wo man diesem Thema Audio on Demand mehr Gewicht geben will, die weiteren Schritte abklärt. Das wird auch schon erste Verbesserungen geben im App-Update, das dann kommt, in der neuen Webkonsole. Jetzt ist ja immer eigentlich eine Radiostation. Und darunter dann gibt es noch, wie Caroline gesagt, irgendwo noch Podcast angehängt und dass man schon mal grundsätzlich wählen kann, bin ich an den Live-Inhalten oder an On-Demand-Inhalten interessiert. Und davon profitieren wir auch. Parallel dazu aktuell prüfen wir jetzt und werden das voraussichtlich im Oktober auch entscheiden, ob wir das jetzige System, das nicht 100% geeignet ist dafür, aber Möglichkeiten bietet, schon beginnen, auch Podcast-Only-Veranstalter mit draufzunehmen. Swiss Radio Player User, die die App haben, haben es vielleicht festgestellt. Es gibt bereits zwei unterschiedliche Flowcast von Flavio Gammensind und Blick Audio. Wir haben die jetzt einfach mal so aufgeschaltet, um mal zu schauen, was passiert überhaupt. Ist das möglich mit dem bestehenden System? Wie ist die Usability? Geht das überhaupt? Oder warten wir lieber, bis die Updates da sind? Und da sind wir natürlich nicht nur in der Radiobranche, sondern auch darüber hinaus mit allen wichtigen Playern in der Schweiz im Gespräch. Denn wir sehen das auch als Chance, so eine Wechselwirkung, einerseits die Podcast auch bündeln zu können, so ein bisschen als Schweizer Plattform für Podcasts in Swiss Radio Player zu gebrauchen und umgekehrt dann aber auch die Wechselwirkung zwischen Podcast und Live-Radios, das sich gegenseitig fördern kann. Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ich weiß, dass manche Radiosender kritisch guckt auf die Verlage, die Publisher oder die kleinen Labels, die Podcasts anbieten.
Aber ich glaube, wir müssen uns ganz klar machen, dass wenn wir eine Chance haben, gerade bei den Großen mitzuspielen, und die Großen fangen bei Alexa an und hören bei Audi noch lange nicht auf, dort werden natürlich auch diese Inhalte abgefragt. Das heißt, wir tun gut daran, unser Angebot, unsere Plattform, um diese Inhalte zu ergänzen. Denn nur damit haben wir nachher auf dem Markt eine Chance, auch in die Endgeräte zu kommen. Anja, Swiss Radio Player, gibt es Nutzerzahlen? Ja. Normalerweise auf diese Frage würde jetzt jeder zwei, drei knackige Zahlen nennen und alles jubelt und alles ist gut. Ich kann keine konkreten Zahlen nennen. Das hat auch einen Grund, wenn ich kurz ausholen darf. Der Radio Player ist mal erstens keine Plattform. Das heißt, der Radio Player spielt selber keine Streams aus. Wir sind die Plattform, die das bündelt, die Inhalte, alle Informationen in der Datenbank liefern und das Ausstrahlen. Der Audio-Stream findet aber immer beim Radio statt. Also können wir das so nicht messen. Ebenfalls ist es so, viele nutzen eigentlich den Radio Player, ohne dass sie es wissen. Wir haben von den Autos gesprochen, für uns auch in der Schweiz. Viele sind im VW-Konzern unterwegs, auch mit Audi. Und viele wissen das gar nicht, wenn jemand ein 2019er Audi-Modell kauft und dort dann einen Radiosender sucht, speichert, kommen die Daten vom Radio Player, von der zentralen Datenbank mit allen Informationen, mit den DAB-Informationen und aber auch mit den Audio-Stream-Informationen. Das heißt, wir haben vieles oder ein großer Teil der Nutzung findet auch ohne Wissen des Users eigentlich auf der Plattform des Radio Players statt und ist für uns aber im Moment so nicht direkt messbar. Deshalb sage ich lieber nichts als falsche Zahlen. Ich verweise aber gerne auf die 17% von Herrn Goldhammer. Natürlich. Und seinem Webradio-Monitor. Okay, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir müssen hier leider abklemmen, denn jetzt wartet ein spezieller Moment auf uns und dem wurde mir gesagt 12.40 Uhr und genau 12.40 Uhr sind wir. Also muss ich euch entlassen, darf ich euch entlassen. Vielen herzlichen Dank, Roland Baumgartner und Caroline Grasé, für diese Einblicke. Danke.